Das Thema Fehlzeiten ist in der Zeitarbeit immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, dem oft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und deshalb habe ich heute das Thema Fehlzeitenreduzierung in 8 Minuten. Und dafür habe ich mir einen Experten heute in den Podcast eingeladen, und zwar Maximilian Letz von der DAK Gesundheit. Hallo Max, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du zu dem Thema einmal Rede und Antwort stehst, weil ihr habt da ein eigenes Produkt jetzt gerade gemacht, einen eigenen Podcast gelauncht. Aber vielleicht stellst du dich einmal bitte kurz für die Hörer und Hörerinnen vor. Was machst du genau bei der DAK Gesundheit? Ja, hallo Daniel, schön, dass ich hier sein darf. Zu meiner Person, ich bin leite den Multiplikatorenvertrieb bei der DAK Gesundheit für den Standort Bayern. Ich bin zusammen mit meinem Team, wir sind insgesamt 8 Leiter in ganz Deutschland und haben den Spezialvertrieb für die Personaldienstleisterbranche unter uns. Und haben insgesamt dann 90 Bezirksleiterinnen, die vor Ort unsere Partner betreuen und da ihr Bestes tun. Also ihr habt euch also als Krankenkasse auch wirklich auf den Personaldienstleistungssektor spezialisiert und wirklich ausgerichtet. Ich weiß selbst, dass ihr jemanden jetzt auch frisch ins Team geholt hat, der aus der Personaldienstleistung kommt, der also dementsprechend die Belange, die die Personaldienstleister haben, auch, dass sie die auch kennt und halt nicht am Thema vorbei entwickelt an euren oder eure Produkte so entwickelt, dass die auch wirklich für die Zeitarbeit auch interessant sind. Kommen wir dann gleich mal zum Thema. Ihr habt eine Podcast-Reihe jetzt ins Leben gerufen von 10 Podcasts, so viel ich weiß. Und da geht es um Fehlzeitenreduktion in 8 Minuten. Also die Podcasts sind wahrscheinlich dann knapp 8 Minuten lang. Und vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen, was euch dazu bewegt hat, was die Idee war und was die Hörer hier dann erwarten dürfen. Ja, das ist vollkommen richtig. Also die Fehlzeitenreduktion 8 Minuten ist erstmal sehr provokant und es bezieht sich, genau wie du richtig gesagt hast, auf die Podcast-Länge einer einzelnen Podcast-Folge. Es ist jetzt nicht eine rein öffentliche Podcast-Reihe von 10 Folgen, die wir produziert haben, sondern das ist halt ein BGM-Paket. BGM ist betriebliches Gesundheitsmanagement. Richtig, betriebliches Gesundheitsmanagement. Und ist eingemantelt in verschiedenen Online-Seminaren. Was hat uns dazu bewegt? Du hast ja gerade eingangs auch gesagt, ich habe extra jemanden aus der Branche eingestellt. Wir sind seit 2020, haben wir einen Spezialvertrieb für die Personaldienstleisterbranche und seitdem machen wir uns halt auch Gedanken im Bereich der Branchenprofessionalisierung. Ne? Wie schaffen wir auch Mehrwerte speziell für die Branche der Zeitarbeit? Und wir haben halt viele Gespräche mit unseren Partnern geführt. Wir haben das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja schon seit vielen, vielen Jahren ein ganz, ganz großes Thema. Und wir haben halt häufig so die Rückmeldung auch gerade aus der Zeitarbeit bekommen, dass halt Zeit ist halt immer ein Problem. Fehlzeiten ist ein Problem, aber Zeit, um etwas dagegen zu tun, ist halt auch immer ein Problem. An Zeit fehlt es. Ganz besonders in der Zeitarbeitsbranche. Und ja, wir haben viele Gespräche geführt, haben uns Impulse geholt, haben dann intern mit unserem Partner Mozio intensiv uns ausgetauscht, haben die letzten 4-5 Monate intensiv an einem Mehrwert gearbeitet, der sich jetzt in die Fehlzeitenreduktion 8 Minuten ausdrückt. Also es ist ein Paket, das sind 3 Online-Seminare plus 10 Podcasts, wo wir halt bei dem Bereich, wo wir die Brücke schlagen wollen, es fehlt Zeit. Und wie können wir Fehlzeiten Impulse geben, um Fehlzeiten zu reduzieren? Und da versuchen wir anzusetzen. Kannst du da so ein bisschen was, also sind ja dann 10 Podcast-Folgen, die haben wahrscheinlich immer so einen kleinen Oberbegriff. Was für Themen werden da in den Podcasts behandelt? Also Kernelement ist halt, wir haben uns darauf konzentriert, wo können wir ansetzen? Wir haben natürlich in der Zeitarbeitsbranche, in der gesamten Arbeitnehmerüberlassung, dass halt die Leute oft nicht vor Ort sind. Es ist jetzt nicht dieses klassische Büro, wo alle an einem Standort sitzen. Man geht rein und macht dort eine Maßnahme, sondern wir haben halt das räumliche Problem. Und deswegen haben wir auch versuchen wir bei den Podcasts, wie auch bei den Online-Seminaren oder bei dem gesamten Paket an sich, bei den Führungskräften anzusetzen und bei den Personalverantwortlichen, dass wir Impulse geben,
und auch Anregungen geben zur Selbstreflexion. Also das ist zum Beispiel der erste Podcast, es geht um das Thema gesund führen. Es geht um die eigene Person, Vorbild sein und Thema Selbstreflexion. Und dann gibt es in den anderen Podcast-Folgen noch viele anderen Bereichen. Da geht es um die Mitarbeitergespräche. Was sind so typische Fallen? Und das Thema Motivation der Mitarbeiter. Wie können wir die motivieren, dass auch eine intrinsische Motivation bei den Leuten entsteht? Und es geht halt darum, dass wir halt mit kurzweilig Impulsen den Leuten Anregungen geben, um das Thema für sich besser zu bearbeiten, um die eine oder andere Sache, die eine oder andere Schraube ein bisschen zu verstellen, um dadurch einen gewissen Erfolg zu generieren. Und natürlich ist es so, es hört nach diesen, nach den 3 Online-Seminaren und 10 Podcasts, ist das Thema nicht vorbei und ich weiß jetzt alles, sondern wenn danach unser Partner sagt, hey, das hat mir jetzt richtig was gebracht, ich möchte mehr machen, ich nehme jetzt mehr Zeit dafür, weil es bringt mir mehr Ertrag, dann haben wir natürlich noch viele andere Produkte, die viel zeitintensiver ist. Also wir haben natürlich hier ein hybrides Modell geschaffen. Das heißt, wir haben einmal Podcast, ein sehr modernes Medium, und wir haben die Online-Seminare, aber diese Online-Seminare können wir natürlich auch physisch vor Ort machen. Wir können natürlich die auch in größerem Umfang machen. Wir haben jetzt versucht, halt möglichst auch dort das Zeitliche möglichst zu begrenzen, um halt diesen Faktor Zeit wieder wirklich sehr stark in den Vordergrund zu rücken und versuchen halt dadurch wirklich das bestmöglichste Produkt für den Partner anzubieten. Jetzt weiß ich, als Gesundheitskrankenkasse, DHK, habt ihr natürlich auch Zugriff auf Statistiken, was Fehlzeiten angeht. Habt ihr denn da vielleicht auch mal genauer hingeguckt, was in der Personaldienstleistung anders ist als in anderen Branchen? Mhm. Könnt ihr das so genau differenzieren? Ja, also wir haben einen eigenen Ausfallzeiten, also man nennt sich intern bei uns AU-Bericht, ein Ausfallzeitenbericht, der ist ja von 2019, haben wir für die Branche der Überlastung von Arbeitskräften. Und da gibt es ja bestimmte Zahlen oder Kennwerte zu der Thematik. Hier muss ich noch dazu sagen, das ist halt von rein DRK-interner Bericht. Das heißt, wir haben halt intern der Vergleich DRK alle Mitglieder zum Vergleich DRK-Mitglieder aus der Branche der Überlastung von Arbeitskräften. So. Aber ihr habt ja ein paar Mitglieder, also die sollte schon, glaube ich, ganz, ganz gut aussagekräftig sein. Bei weit über 5 Millionen Versicherten ist das sehr aussagekräftig, ja. Aussagekräftig. Nicht schlecht. Und zwar war da halt, hat man von der Bewertung der Gesamtkrankenstand, ist die Arbeitnehmerüberlassung, ist der Gesamtkrankenstand im Vergleich zum Gesamt-DRK ein bisschen geringer, auch bei der Erkrankungsdauer insgesamt, was aus einer, als eine Erkrankung dauert, wo halt aber eine Häufung ist, beziehungsweise eine Erhöhung ist halt bei der Erkrankungshäufigkeit, also wie häufig jemand krank wird. Und mal so in Zahlen gesprochen, auf 100 Personen gerichtet, ist halt die Erkrankungshäufigkeit auf DRK gesamt bei 120 Fälle im Vergleich zur Arbeitnehmerüberlassung 138 Fälle. Mhm. Also doch schon statistisch erhöht. Und speziell auf die Arbeitnehmerüberlassung war halt auch zu erkennen, dass halt ein Großteil auch der Erkrankungen zwischen 1 bis 7 Tage sind. Die nehmen insgesamt knapp 29% der Gesamterkrankungsdauer ein. Und das war halt auch so, das hat natürlich auch das wieder gespiegelt, was die Partner uns so zurückgeben, wo halt die Probleme sind vor Ort. Ne, gerade auch in großen Konzernen ist halt auch das Thema Ausfallzeiten, wird ja wirklich auch bei der Kostenkalkulation immer mit reingenommen, dass man schon einkalkuliert, okay, so und so viele Ausfallzeiten habe ich. Und das und dann natürlich auch jetzt mein neuer Mitarbeiter aus der Branche, der mir auch ganz wertvolle Impulse, oder uns auch ganz wertvolle Impulse gegeben hat, hat uns da wirklich, dass wir uns überlegt haben, wie können wir das Thema, aber wir sollten das Thema, besonders in dieser Branche, sollten wir das Thema der Ausfallzeiten mal beleuchten. Jetzt mal zu meiner Einschätzung, zu dieser Statistik, Krankentage geringer. Das hat natürlich auch was mit der Arbeitsweise in der Zeitarbeit zu tun, dass wir sehr eng an unseren Krankenständen dran sind. Also Mitarbeiter, die krank sind,
Da wird sicherlich vielleicht häufiger nachgefragt, wann sind Sie wieder gesund, wie geht es weiter, können wir irgendwie was machen, hat die Krankheit was mit dem Einsatz zu tun, ja, um mal so ein bisschen auch nochmal den Mehrwert daraus zu nehmen. Also man sieht, da tut sich schon was, da hat also die Branche schon mal verstanden, dass man da ein bisschen enger dran sein muss. Und dass die Länge auch da kürzer ist, ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir natürlich auch Krankenrückkehrgespräche sehr viele machen, dass wir eng an den Mitarbeitern sind, am Freitag nachfragen, wie sieht es am Montag wieder aus. Man merkt ja jetzt zumindest, dass das auf die Länge und auf die Tage Einfluss hat, das ganz klar. Und das andere, was du jetzt auch gerade sagtest, dass natürlich die verschiedenen Krankheiten häufiger sind, das liegt natürlich auch in der Einsatzwechseltätigkeit, weil natürlich der Mitarbeiter verschiedene Einsätze hat und bei dem einen kann es sein, dass er sich einen Finger gequetscht hat in der Maschine. Bei dem anderen kann sein, dass er auf einmal eine Stauballergie hat, weil er da mal den Hof gefegt hat oder die Halle gefegt hat. Und beim nächsten Mal hat er eine Schnitzverletzung, weil er irgendwie in der Produktion was gepackt hat, ne, an einem Karton oder so oder einem Cuttermesser. Ja, das sind halt, glaube ich, dann auch bei jemandem, der immer den gleichen Job macht, dann sind es ähnliche Erkrankungen. Ich glaube, das ist dann auch ganz gut erklärbar. Müsste man jetzt nur gucken in der Verhältnismäßigkeit, wie ist das, wenn jetzt in der Zeitarbeit jemand immer verschiedene Einsätze hat und wie ist es in Branchen, wo vielleicht auch wechselnde Tätigkeiten sind, ist es da besonders viel oder besonders wenig? Ja, da müsste man nochmal, da kann man das wahrscheinlich nicht so ganz belasten, aber es gibt auch schon mal, das deckt sich halt mit meinen Erfahrungswerten. Und auch interessant, 29%, das heißt ein Drittel sind 1 bis 7 Tage krank. Dann heißt natürlich auch, dass 2 Drittel durchaus längerfristig krank sind. Dass es also eher wahrscheinlich ist, wenn eine Krankmeldung kommt, dass einer länger krank ist. Also 29% beziehen sich halt auf die Gesamterkrankungsdauer. Man muss dann alle Tage zusammenrechnen, 29%. Aber man darf jetzt nicht vergessen, von der eine Krankheit mit einer Langzeiterkrankung mit einem Jahr fällt halt einzeln gesehen viel höher ins Gewicht als jetzt eine Kurzerkrankung mit 1, 2 Tagen, ne, von der Häufigkeit. Aber du hattest ja auch eins gesagt, ihr führt schon sehr stark diese Gespräche, diese Mitarbeitergespräche, Krankenrückkehrgespräche. Und das ist auch so ein Punkt, wo wir noch ansetzen wollen, ne? Wo wir natürlich auch diese weitere Professionalisierung der Führungskräfte dahingehend, wie die Gespräche natürlich geführt werden. Also, dass man natürlich da die auch sehr mitarbeiterorientiert führt. Ne? Der Mitarbeiter ist ja das wertvollste Gut überhaupt. Und das natürlich, die sollen ja nicht mit Angst überlagert sein, diese Gespräche, sondern wertschätzen, dass der Mitarbeiter sich wichtig fühlt, hey, wir brauchen dich. Und das sind, glaube ich, auch so wichtige Ansätze. Also, dass jeder Mitarbeiter, ob jetzt Helfer oder Experte ist, ist unglaublich wichtig für jedes Unternehmen. Und der will sich auch gewertschätzt fühlen. Und ein gewertschätzter Mitarbeiter, der intrinsisch motiviert ist, will ja auch wieder zurückkommen. Und das deckt sich natürlich auch mit euren Interessen. Das muss man ja auch ganz klar sagen, dass ihr jetzt euch diesen Fokus gesetzt habt. Das ist ja auch für euch positiv, ne? Mitarbeiter, die eher wieder arbeiten, da seid ihr dann nicht in der Krankenfortzahlung. Und deshalb kaufe ich euch das 100%ig ab, dass ihr dann großes Interesse habt, dass man da besser wird. Und das kann man dann auch halt glauben. Das ist halt wirklich stimmig, ne? Jeder Mitarbeiter, der eher arbeiten geht, ist für euch besser und ist auch für die Zeitarbeit besser. Also wir verfolgen die gleichen Interessen. Und deshalb finde ich das super, dass ihr das so auch offensiv, weil ich kenne keine andere Krankenkasse, die das auch macht. Also ist mir nicht bekannt. Und ich bin ja auch mit dem Bruno Pfäffling regelmäßig im Austausch und weiß halt, dass ihr euch echt auf die Personaldienstleistungen auch spezialisiert habt und das auch wirklich als interessante Branche auch seht und als Multiplikator, wo man auch viel lernen kann. Und das finde ich einfach mega und darum unterstütze ich dieses ganze Programm auch. Und natürlich ein Podcast, mega Instrument. Ne? Also, ja, natürlich. Ne, da rennt man bei mir offene Türen ein, dass es ein Podcast sinnvoll ist. Und auch gerade 8 Minuten kann man schnell konsumieren. Meine Podcasts sind ja meist immer ein bisschen länger, so bis zu einer halben Stunde und manchmal auch länger. Aber ich rede halt auch gerne. Ne? Aber manchmal kurz und knapp kann auch durchaus gut sein. Ja, natürlich, du gerade das Thema mit den Interessen. Also wir als DRK, wir haben ein Interesse, wir sind eine Gesundheitskasse, aber wir sind auch eine Kasse für unsere Partner und vor allen Dingen für unsere Mitglieder, für unsere Versicherten.
Ja. Und wir stehen dem beiseite in Krankheit wie auch Gesundheit. Das heißt jetzt, man muss halt aufpassen, darf jetzt nicht falsch rüberkommen. Wir wollen, dass ihr nicht krank werdet oder ganz schnell wieder zurückkommt. Wenn jemand natürlich krank ist, sind wir für ihn da und versuchen ihn bestmöglichst zu versorgen und da zu sein für ihn. Also das ist natürlich auch ein Kernelement. Nein, ich wollte, das ist eher genau. positiv zu sehen. Nein, Warum nein, nein, ist ja auch, absolut. ne, das sehe ich also nicht als negativ. Ich finde ja auch Krankenrückkehrgespräche sind auch sehr, sehr positiv, dass du einfach eng an deinem Mitarbeiter bist und einfach auch mitbekommst, wo, was für Sorgen hat der gerade? Was ist das für eine Krankheit? Kann man dagegen wirken? Gibt es da, ich weiß auch, dass ich ganz oft Mitarbeiter einfach zum Arzt auch geschickt habe, weil ich sage, oh, du musst da mal überprüfen. Hätte ich nicht das Gespräch mit ihm geführt und hätte so Signale erkannt und guck doch da mal ein bisschen genauer hin. Das ist ja nicht so, dass man seine Mitarbeiter dahin treibt, dass die möglichst schnell wieder gesund werden, sondern man hat ja eine Fürsorgepflicht. Und definitiv, und so sehe ich das auch. Und so habe ich auch die Branche kennengelernt. Wir haben Interesse, dass unsere Mitarbeiter langfristig da arbeiten. Und jeder Mitarbeiter, der krank ist oder längerfristig ausfällt, der hilft uns nicht. Und wir wollen ja auch gucken, dass er schnell wieder gesund ist, weil wir haben ja nichts davon. Ja? Wir brauchen gesunde Mitarbeiter. Und Gesundheit ist wichtig. Und dieses BGM, das ist ja immer auch so ein Buzzword irgendwie. Jeder weiß, das ist sinnvoll, aber die wenigsten machen da was. Und wenn du da einen Partner an der Seite hast, der dir hilft dabei und der einfach sagt, hör mal zu, die und die Dinge kannst du machen, hier hast du einen Leitfaden, hier hast du einen roten Faden, den du jetzt verfolgen kannst, das ist doch mega. Dann macht man auch was, dann kommt man auch ins Handeln und ins Umsetzen. Richtig, ja, das stimmt. Das ist wirklich so ein bisschen ein Buzzword. Und du hast auch, ich möchte mal kurz zurück zu dem Thema, du hast das Thema der Kommunikation, dass ihr viel mit den Leuten redet, wenn die halt krank wären. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur mit den Mitarbeitern redet, wenn sie krank sind, sondern auch so regelmäßig im Gespräch mit denen ist, um in die Leute reinzufühlen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, zentrales Element der Führung. Und wenn wir mit den Menschen reden, Kommunikation ist der Schlüssel zu allem. Und wenn ihr da wirklich schon präventiv vorfühlt mit den Mitarbeitern, wie geht es einem, kann man auch schon wirklich viel für die Mitarbeiter an sich tun. Zum Thema Buzzword BGM ist klar, das ist jetzt auch wieder, das Paket ist ein Impuls, aber es gibt so viel nebendran, auch weg von der Krankenkasse, gibt es so viele Möglichkeiten für einen Arbeitgeber in dem Bereich Gesundheit zu tun. Schon von sich selber. Und ich glaube, das Thema Gesundheit ist halt ein immer wichtigeres Thema. Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, wo wir alle vor neue Herausforderungen gestellt wurden. Und dass dieses Thema wirklich noch mehr in den Fokus gerückt. Max, wir haben jetzt im Vorfeld nicht darüber gesprochen, aber wir müssen doch, glaube ich, nochmal Thema Corona jetzt mit einer Krankenkasse da nochmal zu sprechen, wenn ich da einen Experten jetzt auch bei mir sitzen habe. Ich stelle halt immer wieder fest, dass ganz, ganz viele Themen so seit anderthalb Jahren mit Corona neu auf dem Tisch sind. Ja, auch das Problem durch Corona, durch Homeoffice, durch Leute, die auf einmal dann wieder die Angst vor Corona haben, die wieder Heimarbeitsplatz, dann geht es wieder zurück, wir sind wieder da, Lockdown. Das macht was mit den Menschen, das macht die Menschen auch krank. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da auch Programme, die unterstützen? Helft ihr da euren Mitgliedern auch? Also das Thema Corona ist jetzt natürlich sehr vielschichtiges Thema in dem Bereich der Gesundheitsförderung. Und wir waren ja auch als Mitarbeiter sehr stark selbst auch davon betroffen, wie jedes andere Unternehmen auch. Wir mussten uns als Arbeitgeber organisieren, neu aufstellen, dass wir sehr gut durch die Corona-Zeit kommen, möglichst gut kommen. Natürlich auch für unsere Mitglieder. Das ging ja los, dass wir die Servicestellen schließen mussten zum Schutze. Und das hat natürlich auch wieder der Hauptkanal war dann natürlich das Telefon, die E-Mail, online. Und wir haben ja sehr viele Produkte, gibt es ja schon auf dem Markt, zum Thema Stress, Psyche, und die gibt es ja auch weiterhin. Was sich geändert hat durch Corona ist sehr stark, dass wir Angebote digitalisiert haben, zusammen mit unseren Partnern, dass Angebote digitalisiert wurden. Und wir haben natürlich für unsere Mitglieder auf sehr viele digitale Angebote, auf online basiert, auf unserer Homepage, Coaching-Angebote, und präventive kostenlose Maßnahmen auf unserer Homepage für und über unsere Homepage. Das ist so, was wir jetzt da für unsere Mitglieder direkt getan haben. Und
Aber alles natürlich aufbauen zu dem bestehenden Portfolio, was wir ohnehin haben. Aber was man wirklich sagt, der Corona war in gewissermaßen auch wirklich ein Innovationstreiber im Bereich der Digitalisierung. Also, und da hat die DRK für ihre Mitarbeiter wirklich auch sehr viel, viel getan und war da wirklich auch sehr flexibel mit dem Bereich Homeoffice. Also ihr habt eure Hausaufgaben gemacht und habt dementsprechend jetzt euch auch da anders aufgestellt. Max, lass uns noch mal ein bisschen Fehlzeitenreduzierung. Hast du vielleicht noch so zwei, drei Tipps, was auch noch zu Fehlzeitenreduzierung führen kann? Wir haben ja einmal die Mitarbeitergespräche im Vorfeld, dann auch natürlich vielleicht die Rückkehrgespräche als Tipp. Hast du da noch zwei, drei Ideen, wie man noch da die Fehlzeiten reduzieren kann, ohne zu weit vorzugreifen, weil die sollen sich ja den Podcast auch anhören, ne? Ja, Die klar. sollen ja auch die Seminare dann, weil da aber so ein paar Buzzwords vielleicht, dass man da noch mal, jeder sollte jetzt mitschreiben, dass man Ja, da noch mal guckt, wo also man da dran gehen kann. das Thema natürlich, ja, der Führungskraft an sich, der Selbstreflexion der Führungskräfte, ne, Vorbild sein als Führungskraft, ne? Wenn ich jetzt beispielsweise einen Gesundheitsraum reinrichte für meine Mitarbeiter, ihn aber selber nie benutze, werden meine Mitarbeiter diesen wahrscheinlich auch nicht benutzen. Also es geht darum, Vorbild zu sein. Das ist Ah ein ja, Thema. okay. So Vorreiter, ne? Man muss so Ein Vorreiter, vorlaufen genau. und das dann auch wirklich auch mitmachen und leben. Ich kann ja auch zum Beispiel nicht irgendwie. Ich biete an, das Fitnessstudio wird irgendwie übernommen und die Vorgesetzten gehen selbst nicht ins Fitnessstudio und nutzen diese Dinge nicht, wo man dann irgendwie auch sagt, sonst könnte man ja sagen, pass auf, wird doch angeboten, ich nutze das doch auch, ne? Ich bin da auch, guck mal, ich habe 2, 3 Kilo abgenommen, ich fühle mich jetzt viel besser, ich habe weniger Rückenbeschwerden und wir bieten das an und ihr nutzt es gar nicht. Ne? Dann hast du doch eine ganz andere Basis, mit deinen Mitarbeitern zu sprechen, als Absolut. wenn du sagst, ja, wir haben das angeboten, ich nutze es selber auch nicht, warum soll dann mein Mitarbeiter das nutzen? Wo habe ich denn das Richtig. Argument zu sagen, hier, ist doch da, nutze es doch. Ja, Ja. dann kann ich ja nicht, machst du doch selber nicht, ja. Ja, und auch das Thema Kommunikation, also mit dem Mitarbeiter reden. Was braucht ihr? Was wollt ihr? Was interessiert euch? Ja, den Bedarf Nämlich mal zu erfragen, ne? den Ja. Bedarf zu erfragen. Nur weil ich gerne ins Fitnessstudio gehe und das dann anbiete, heißt das noch lange nicht, dass meine Mitarbeiter gerne das tun. Das Thema Gesundheit ist ja eh ein dahingehend, man wird nicht alle erreichen mit jedem Produkt, sondern Ja. muss halt auch sehr stark auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Ja, gut, das ist dann der nächste Tipp. Also geht nicht mit einer Gießkanne vor, sondern guck genau, was möchte dein Mitarbeiter. Wenn du da Leute hast, die eher fahrradaffin sind, dann guck lieber, dass du irgendwie eine Lösung mit Fahrrädern oder Ja, ne, Jobrad irgendwie gibt es ja, glaube sowas. ich, Ja, gibt es ja zum da Beispiel. auch genügend. Ja, sehr Es ist ja gut. auch, Ja, Max. ist ja auch so Thema Fitnessstudio, nochmal aufgreifen. Das kann ich Ja. natürlich, lässt sich in einer Stadt, wo die Mitarbeiter in der Stadt wohnen, sehr gut platzieren. Auf dem breiten Land, wo dann vielleicht das Fitnessstudio 20, 30 Kilometer entfernt ist, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu platzieren. Da dann vielleicht aber das Thema Jobrad Ja, beispielsweise. Also. genau. Ja, Jobrad ist auch, weiß ich, ein großes Thema. Könnte vielleicht sogar mal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Muss ich mal gucken, dass ich so einen Anbieter finde, der sich darauf spezialisiert hat. Gerne, wenn er jetzt zuhört, melde dich mal bei uns, Jobrad. Ne? Habe ich auf der Zukunft Personal war, glaube ich, auch ein Stand, aber habe ich nicht geschafft, da vorbeizukommen. Aber vielleicht hört jetzt jemand zu. Dann meldet er sich gerne. Ja, Max, was müssen jetzt die Hörer und Hörerinnen machen, um von diesem Programm zu profitieren? Wo müssen die sich melden? Wie sollen die Kontakt mit dir aufnehmen? Weil ich finde es mega. Ich bin auch ganz gespannt und möchte da auch noch mehr zu wissen. Was sollen die machen? Also ja, am besten zu uns, zu DRK, Kontakt aufnehmen. Wir haben ja schon sehr viele Partner, die mit uns zusammenarbeiten, die kennen ja ihre DRK-Ansprechpartner. Ich bin ja nicht alleine, sondern ich bin ja Ja. jetzt nur Sprecher. Hinter mir steht ein Team. Ich habe, wie eingangs erwähnt, mache ich das jetzt zusammen mit 7 anderen Leitern aus verschiedenen Regionen in Deutschland. Ich werde natürlich dir Kontaktdaten geben, wo sich dann Interessenten dahin wenden können. Und dann werden wir natürlich da auch regional einen Ansprechpartner für sie finden. Ah ja, okay, gut. Ich werde es in den Shownotes dementsprechend reinschreiben. Der Janusz wird das dann nochmal abfragen. Und dann hoffe ich, dass sehr viele sich bei euch melden, damit das Programm noch besser wird, weil je mehr sich melden und es noch individueller wird für die Branche, umso mehr kann es auch der Branche dann helfen. Richtig. Hat mich sehr gefreut, Max. Vielen Dank, dass du da das vorgestellt hast. Ich bin gespannt, wie das Feedback da ist und bin mir sicher, dass viele sich bei euch melden Ja, vielen werden. Dank, Daniel, dass ich hier sein durfte. Ja, Hat sehr let's viel reason, Spaß gemacht. baby.
Wir sind raus. Bleibt gesund. Das passt jetzt auch ganz gut zu DRK Gesundheit. Und bis zum nächsten Mal beim nächsten Podcast. Ciao.